Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Builders. Wir stürzen uns jetzt in den Kampf mit dem Golem. So, eine unglaubliche Leistung. Du hast es diesen Störenfrieden gezeigt. Chico, mein Mädchen, jetzt begreife ich es oder vielleicht habe ich es tief im Herzen immer gewusst. Der Schurke, der über die Monster in diesem Land herrscht, ist niemand anderes als derselbe Golem, der einst über Catelyn wachte. Ich wollte es mir einfach nicht eingestehen, dass eine Schöpfung, deren Zweck es war, die Menschen zu schützen, sich stattdessen gegen sie wenden könnte. Wenn du diesen Golem vernichten kannst, dann wird die Finsternis vertrieben und das Licht wird nach Catelyn zurückkehren. Doch bevor du diese Herausforderung annimmst, solltest du dir einen Vorrat an knalligen Kugeln und Catelyn-Schilden anlegen. Unsere letzte Schlacht steht unmittelbar bevor. Jetzt wird es entschieden, ob Catelyn den Monstern oder den Menschen gehört. Chico, bist du bereit, in den Kampf zu ziehen? Das bin ich. Chico, ich habe gehört, was Laroch zu dir gesagt hat. Wie es scheint, habe ich mich getäuscht. Doch es und ich leben beide diese Stadt. In solchen Situationen fallen mir immer die weisen Worte der kleinen Pili ein. Sie sagt es so oft, dass es eine Art Leitspruch für Catelyn geworden ist. Ich will einfach nur eine Stadt bauen, in der wir alle friedlich miteinander leben können. Ja. Alles Weitere überlasse ich dir. Beschütze unsere Stadt und sorge dafür, dass wir wieder alle friedlich miteinander leben können. Wird hier Macht. Oh! Da, oh, da, oh. Oh mein Gott, was passiert? Okay. Golem, der Zerstörer aus Ziegelstein. Hallo. Um Gottes Willen. Wehre die Felsbrock mit dem Kettenschild ab. Okay, wird gemacht. Okay. Au. Nein, nein. Wo ist er hin? Oh Gott. Beilung, Beilung. Ah! Oh, das war knapp. Alter Vater. Er wird fuchsteufelswild. Okay, und nu? Knallige Kugel vor die Füße. Oh nein, wo sind meine knallige Kugeln? Da. Shit, nein! Ah! Oh. Okay. Schnell, 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 schnell. Können wir ganz kurz, tut mir leid, gerade in die Stimmung mit eingreifen zu müssen, aber ich muss das eben ganz kurz austauschen, das geht sonst nicht. Heilung! Fox Devils Wild. Oh oh. Er steht wieder, glaube ich. Oh! Das ist nicht cool! Ach, den muss ich erstmal besiegen. Ha! Nein! Wie? Der lebt noch! Nein! Nicht! Was macht denn er da? Scheiße! Komm schon, komm schon, komm schon! Das kannst du mir doch nicht antun! Nein! Nein! Du Kackbratzending! Das gibt's doch gar nicht! Nein! Nein! Komm schon! Gib doch Gummi! Gib Gummi! Please! Nein! Ach Mann! Was ist das für ein fucking Bosskampf? Ja, toll, hier wurde alles zerstört. Fick dich! Du kleines, mieses Dreckstück! Das ist doch echt unfair! Meine Stadt. Manu. Ist es dein Ernst?
Will der mich verkackeiern? Ha! Ah! Oh, alter Vater, ey. Ich glaube, Takt. Okay. Komm schon. Au, shit. Oh Gott, ich bin fast tot. Oh nein. Oh Gott. Oh, das hat nicht gesessen. Oh fuck. Komm schon. Wo ist er hin? Da ist er hin. Oh Gott. In Rage? Tut er jetzt wirbeln oder tut er... Ja, er tut wirbeln. Okay. Ah. Lauf! Ich hab's geschafft. Oh my fucking God. Und ich habe auch nur die halbe Stadt zerstört dabei. Alter Vater, ey. Hallo? Eine rostige Medaille. Oh mein Gott, das war nervenaufreibend, Freund. Das war sehr nervenaufreibend. Puh. Emblem von Ehedem? Legendärer Gegenstand. Die lange verschollen geglaubte Medaille eines legendären Helden lässt das Licht am Himmel über Catelyn zurückkehren. Okay. Ich habe meine halbe Stadt trotzdem zerstört. Das ist sehr ungeil. Ja, ich muss hier erstmal alles einsammeln, bevor wir hier reden können, Freunde, weil sonst... Oh mein Gott, meine arme Stadt, meine arme Stadt. Ich würde sagen... Och, nö, jetzt auch was noch. Ich glaube, Takt, ohne Witz. Natürlich ist der Raum... Nee, du bist nicht zerstört, oder? Doch, du bist auch zerstört. Bist du ganz zerstört? Darf ich bitte schlafen? Ach Mann, nein, komm schon. Das ist sehr, sehr ungeil. Hopp. Ist der Raum jetzt wieder ganz? Ich hoffe doch, oder? Lass mich schlafen, bitte. Oh. Ich mache mir das Leben auch zur Hölle, ey. Hm. Abgeschlabbert. Kennt ihr das? Wenn ihr Tee trinkt oder Kaffee oder irgendwas Warmes? Und das Getränk gerade so exakt die Hauttemperatur hat und ihr euch dann vollsabbert, weil ihr nämlich nicht merkt, dass ihr Tee gerade an die Lippe kriegt. Das ist echt nervig. Okay, kann ich jetzt mal bitte hier die Wand wieder aufbauen dürfen? Das wäre wirklich super nett. Okay, hier ist einiges kaputt gegangen. Ist okay. Was ist hier eigentlich gewesen? Einfach Wand, oder? Ich glaube schon. Nun denn, wie nur auch sei, das ist wieder hergestellt. Ich will auf jeden Fall eben kurz meine Stadt wieder aufbauen hier. Das lasse ich nicht mit mir machen, Freunde. Okay, So. Und, Ist da ein Loch? Da ist ein Loch. Shit. Ja. Und ein bisschen hiervon. Danke. Ein bisschen hier. Ein bisschen hier. Ja. Ja. So, okay. Gut, 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 gut. Okay, was willst du von mir? Bei meinem strahlenden weißen Zähnen. Du hast es geschafft, Chigo. Du hast den Golem vernichtet. Das habe ich. Und dabei die halbe Stadt mit. Die Stadt Catelyn wurde gerettet. Und das haben wir nur dir zu verdanken. Juhu!
Wo hast du denn diese rostige Medaille her, die du da in deinen Händen hast? Ist das etwa die legendäre? Die legendäre? Stell das Emblem wieder her. Ja, dieses Emblem, das du dem gestürzten Golem entnommen hast. Ich musste es gleich, als meine Augen es erblickten. Es ist zwar stark verrostet, aber es besteht keine Zweifel daran, dass das Emblem von Ehedem ist, von dem die Legenden erzählen. In der Catelyn-Chronik steht, dass dieses Emblem mitsamt der gesamten Stadt des angreifenden Monsters zum Opfer fiel. Könnte es sein, dass der Golem es beschützen wollte, als ein Symbol für die Stadt Catelyn? Wie dem auch sei, die Kettenchronik verrät uns noch etwas viel Wichtigeres, nämlich, dass dieser Gegenstand den Frieden und das Licht in unserem Land wiederherstellen wird. Rasch, bringe das Emblem zu deinem Schmelzofen und lasse es im alten Glanz erstrahlen. Wird gemacht! Was denn? Herzlichen Glückwunsch, Shigo, was auch immer du getan hast. Du hast uns alle gerettet. Okay. Hihi, mein Name ist Sandy. Ich habe zwar keinen besonderen Talent, aber dafür bin ich eine Dame von Welt. Ja, schön. Bauen. Emblem von Ehedem. Ich habe sogar alles da. Oh mein Gott. Lucky me. Blitze. Juhu. Und nun? Für alle freudig, komm her. Kannst du aus diesem Haufen Menschen da rauskommen, bitte? Nein. 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 Ja. Jetzt. Bei meinen filigranen Fingern, du hast es geschafft, du hast das Emblem von Ehedem wiederhergestellt. Damit hätten wir alles, was erforderlich ist, um die beklemmende Dunkelheit zu vertreiben, die in Catelyn herrscht. Schnell, begib dich zu deinem Banner der Hoffnung und halte das Emblem gen Himmel. Okay. Heilkräuter, sehr schön. Danke. Benutzen! Es ist wunderschön. Das Licht kehrt nach Catelyn zurück. Shigo, mein Kind, das hast du gut gemacht. Dieses Land wurde vom bösen Einfluss des Drachenfürsten befreit. Seine Bewohner können es jetzt aus eigener Kraft wieder aufbauen. Aber vergiss nicht, mein Kind, es gibt noch so viele andere Leute auf dieser Welt, die deine Hilfe benötigen. Bei meinem kapitalen Kopf. Sieh nur, Shigo, sieh dir das an. Der Himmel, er ist so... Klar, so groß und so blau. Wunderschön. An diesem Abend veranstalten die Bürger von Catelyn ein Festmahl, um die Rückkehr des Lichtes zu feiern und Shigo für ihren heldenhaften Einsatz zu danken. Die Angriffe der Monster hatten ihre Spuren in Catelyn hinterlassen, so war es nicht gerade eine rauschende Feier und das Mahl blieb bescheiden. Trotzdem wurde bis tief in die Nacht hinein gelacht und geschunkelt. Dann brach ein neuer Morgen an. Hohoho, Morgenstund ist ungesund. Was, Chigo? Ich habe gestern Abend so viel gelacht, dass mir jetzt noch alles wehtut. Wer hätte gedacht, dass Laroche solch Witze auf Lager hat? Und als ich so dumm war, Phillys Essen zu probieren, ich bin heilfroh, dass ich den ersten Bissen überlebt habe. Ja. Ach, übrigens. Ich habe gestern spät in der Nacht eine merkwürdige Lichtsäule gesehen, die über dem östlichen Berg zum Himmel aufgestiegen ist. Es würde mich nicht wundern, wenn es da etwas Bedeutsames im Gange wäre. Vielleicht solltest du dich dort einmal umsehen. Natürlich musst du nicht gehen, wenn du nicht möchtest. Ich dachte mir nur, das könnte dich interessieren. Was du von nun an mit der Zeit anstellst, liegt ganz an deiner... Was ist ganz meine Sache? Okay, Lichtstrahl. Hier ist kein Lichtstrahl, du Held. Okay, ich glaube, wir haben gut aufgeräumt. Wir haben die Stadt gesichert, befreit vom Einfluss des Golems. Wir haben einen wunderschönen blauen Himmel. Und damit ist das Kapitel Catelyn, glaube ich, abgeschlossen. Da ist das Licht. Wir gehen nochmal zum Licht, einfach um zu gucken, was passiert. Wo ist denn das Licht? Warte mal.
Karte. Okay. Wir müssen also in die Richtung laufen. Da ist nämlich kein Punkt von mir. Wir gehen mal in Richtung Licht. Licht kann immer nicht schaden, denke ich. Da ist das Licht. Ich sehe es. Irgendwie noch raufkommen. Oh Gott. Kletterpartien in dem Spiel immer ganz gruselig. Ich komme am besten, glaube ich, hier rauf. Schimmens, ist ziemlich egal. Ach, lass mich auch in Ruhe. Da hinten ist das Licht. Da unten ist das Licht, okay. Noch hier halbwegs lebendig runterkommen. Autsch. Autsch. War ich hier nicht schon mal? Okay. Stiege, mein Kind. Das Licht, das du vor dir siehst, ist ein Portal in das nächste Land, von dem du den Fluch des Drachenfürsten nehmen musst. Die Gegenstände des Wissens und die Stärke, die du an diesem Ort damit hast, werden die Reise nicht überstehen. Oh nein. Sobald du dieses Lichtportal durchschreitest, verlierst du alles. Okay. Aber Stiege, mein Kind. Wenn es immer noch dein Wille ist, die Finsternis aus der Welt zu vertreiben, dann bitte ich dich, ohne Furcht und Reue in den wirbelnden Strudel zu treten und sei dir gewiss, dass ich immer über dich wachen werde. Okay, also, das Portal ist quasi ein Hard Reset, würde ich mal so behaupten, zur nächsten Stadt, also, und zum nächsten Kapitel dieses Spiels. Ich würde sagen, das war ein wunderschönes Let's Play, meine Freunde. Wir haben Katniss gerettet, von der Dunkelheit befreit und die Stadt beim Bosskampf nicht gänzlich zerstört. Und ja, das hat mega viel Spaß gemacht. Ich denke, ich werde vielleicht privat noch ein bisschen weiterspielen. Aber ich denke, es wird sich jetzt hier allgemein wiederholen. Neue Leute, andere Sachen, gleiche Routine quasi. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Ich werde etwas Hübsches ausdenken, was wir spielen können, was nicht Minecraft ist. Und es war echt ein schönes Spiel. Also, ich mag's. Ich mag's. Es ist putzig. Super putzig. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.